GAK, der Grazer Stadtclub. Hallo zum ersten Stadtclub-Gespräch des GAK 1902, der neue Podcast, in dem wir uns Zeit nehmen, viel Zeit, um die Spieler, um die Menschen hinter den Spielern nochmal genauer kennenzulernen, um sie nochmal genauer zu beleuchten und mal über diese Menschen zu sprechen. Der erste in dieser Reihe, du hast die Ehre, ist Stefan Kammerhofer. Hi. Hallo, ja, danke für die Einladung. Eine große Ehre für mich. Sehr gut. Wir werden uns jetzt eine Zeit lang gemeinsam unterhalten, wünschen viel Spaß beim Zuhören oder Zuschauen und legen jetzt los. Stefan, zuallererst erzähl du mal, was muss man über Stefan Kammerhofer wissen? Ja, ich bin 27 Jahre alt, bin seit eineinhalb Jahren Lehrer an der NMS Groß-Gein, mache das sehr, sehr gerne, unterrichte Bewegung und Sport und Mathematik. Und ja, im Jahr 2017 ist bei mir sehr, sehr viel passiert. Mhm. Aber ich glaube, das werden wir heute noch genauer erfahren. Oh ja, es war vor allem im Privaten ein sehr, sehr, sehr intensives Jahr bei dir. Ein sehr positiv intensives. Eine ganz besondere Nachricht werden wir uns noch für ganz zum Schluss aufbehalten. Also wer jetzt bis ganz zum Schluss dranbleibt, erfährt noch eine richtig schöne Sache von den Kammerhofers zu Hause. So kann man es schon mal sagen. Genau. Du bist verheiratet. Damit fangen wir an. Das ist die erste gute Nachricht 2017. Stefan Kammerhofer hat geheiratet. Wie, wo, wen? Meine Frau Bia Kammerhofer in Kitzek in der Südsteiermark. Es war fast zu kitschig. Also der Tag war so schön. Das Wetter hat gepasst. Die Musik, das Essen. Es war alles perfekt. Eine kleine Panne haben wir gehabt, aber es wäre sonst echt zu kitschig gewesen. Welche Panne? Meine Frau hat immer gesagt, die letzten Spiele bitte aufpassen, tut dir nicht weh, kein blaues Auge, kein Platzwunden. Und ja, ich habe mich dran gehalten. Spiel ist nichts passiert. Einen Tag davor, am 23. Juni, am Abend ist ein Sturm aufgezogen. Dann habe ich mir gedacht, passt. Ich gehe raus, schaue, dass ich den Regenschirm oder den Sonnenschirm zusammentun. Auf einmal kommt eine Windböe und der Sonnenschirm fährt mir genau ins Auge. Ich habe ein blaues Auge gehabt, die anderen haben die Location fertig hergerichtet und ich bin mit dem Eisbeutel da gelegen und hab gehofft, dass es nicht zu blau wird. Hat man Gott sei Dank auf den Fotos wegretuschieren können. Also man hat es nicht gemerkt und ich bin sonst immer mit Sonnenbrille herumgelaufen. Also ich wollte gerade sagen, bei den Fotos habe ich nichts gesehen. Also es ist gut gegangen bei der Retusche. Gratulation an den Fotografen. Kitzek so richtig kitschig bei diesem Kirchel, was man so kennt aus den, was nicht, von den Postkarten? Ja genau, der Resinkapelle. Und ja, es war wirklich wunderschön. Es war sehr, sehr heiß. Also es hat in der kleinen Kapelle gehabt, gefühlt 70 Grad. Und die Kapelle war für 50 Personen eingeladen, haben wir ein bisschen mehr. Deswegen war es dann auch noch kuschelig warm. Aber ja, das war trotzdem wirklich perfekt. Ist Hochzeit fest für dich so vom Grundprinzip her? Also du wirkst wie jemand, der es jetzt nicht unbedingt ganz dringend braucht, dass er im Mittelpunkt steht und da passt der Hochzeit halt nicht zwangsläufig dazu. Genau so ist es. Also eigentlich muss ich nicht im Mittelpunkt stehen, aber es ist halt so, es war von Anfang an Thema, dass wir heiraten, also das bei uns ist sowieso alles ein bisschen schneller passiert, aber natürlich, es ist schon was Besonderes, wenn man dann davor einmal dasteht. Und ja, die Liebe seines Lebens, das war Ja-Wort geben kann. Also es war schon großartig. Mhm. Ja, ich frage deswegen, weil ich war ein Jahr vor dir dran und ich habe das auch so ein bisschen so, Hochzeit, Mittelpunkt, keine Ahnung, es schauen alle, wie reagierst du, was machst du, aber dann an dem Tag, wenn dann alle deine Freunde, deine Verwandten da sind, ist es doch verdammt cool. Ja, auf alle Fälle und da möchte ich mich jetzt bedanken bei meinen ganzen Verwandten, bei meinen Freunden und Familie. Es haben alle so super zusammengeholfen, ohne dem wäre es nicht möglich gewesen, weil wir haben alles selber organisiert. War ein riesiger Aufwand und es haben alle angepackt und ja, ein großes Dankeschön an alle, die dabei waren. Du bist sowieso ein Familienmensch, was man so mitkriegt, genau, oder? Genau, auf alle Fälle, ja. Also Familie steht schon sehr hoch im Kurs bei mir, ja.
Wir haben im Vorfeld ein bisschen gesprochen, du hast gesagt, deine Eltern sind für dich ganz wichtig. Du warst aber ab 14 gar nicht mehr so viel zu Hause, muss man sagen, oder? Genau, aber meine Eltern sind jedes Spiel nachgefahren. Mhm. Und ja, also mit 14 ist man ja noch ein Kind und braucht man die Eltern trotzdem noch. Und wie gesagt, mein Vater vor allem, der ist überall hingefahren. Wenn ich in Tirol gespielt habe, war der in Tirol draußen. Und ja, sie haben mich in jeder Lebenslage unterstützt und also ich möchte auch mal ein so gutes Elternteil sein, wie mein Vater das ist. Also ich hoffe, dass das auch einmal so sein wird. Mhm. Das heißt, mit 14 war wahrscheinlich hip der Schritt für genau. dich. Du warst zuerst bei Groß-Klein, dann mit 14 zum GRK in die hip und bist genau. eigentlich bis 2012 geblieben und dann wieder zurückgekommen. Stimmt? Genau, also zuerst war noch mein erster Verein war Heimschuh, dann zu Groß-Klein, dann GRK. Dann war es für mich ja kurz davor, also spiele ich in der ersten Mannschaft, spiele ich nicht. Dann waren damals der Deitschi und der Vuksanovic, also zwei routinierte Spieler, wo ich nicht vorbeikommen bin und dann hat der GRK gesagt, meine Wii kann ich ein Jahr verliehen werden, dann bin ich nach Flavia gegangen, habe dort immer gespielt und dann hat es wieder Gott sei Dank ergeben, dass ich wieder zurückgekommen bin und dann war ich bis zum bitteren Ende vom GRK. Bitteres Ende, du sprichst es an. Ich nehme an, diese letzten Regionalliga-Momente für dich und auch so Richtung Zusperren, wenn man da so mittendrin ist und da hängt natürlich auch ein Stück Zukunft mit dran, weil ich schätze mal, du hast auch geplant, vielleicht Profi zu werden, wenn das dann in die Brüche geht, was geht da so in einem vor? Ja, es war eine sehr schwierige Zeit. Ich habe da damals schon im März, glaube ich, unterschrieben für die erste Liga und auch für die Regionalliga, also für mich war klar, dass ich beim GRK bleibe. Dann war das Relegationsspiel gegen Hartberg, wo wir halt den Aufstieg leider nicht geschafft haben und dann war schon die Frage, was mache ich weiter? Ich habe nebenbei noch im Büro gearbeitet, war aber nicht so erfüllend und habe nicht genau gewusst, was mache ich weiter? Profi wird schwierig werden und ja, Gott sei Dank hat es sich aber dann so ergeben, wie es jetzt ist. Mhm. Lehrer, also nicht unbedingt so der klassische Kindheitstraum von dir. Das war dann schon Fußballer und irgendwann wurde es dann aus der Vernunft heraus Lehrer, oder? Es war Lehrer schon früher mal Thema, aber da war es halt so, dass wir beim GRK oft zweimal trainiert haben am Tag und da war für die Ausbildung keine Zeit und für mich eigentlich ja noch auch kein Thema. Also da war schon in erster Linie der Traum, Fußballer zu werden, aber schon im Hinterkopf war irgendwann einmal Lehrer wäre schon cool. Und ja, wie gesagt, dann ist der Konkurs gekommen, dann habe ich mein ganzes Leben neu ordnen müssen und dann habe ich gewusst, ja, ich probiere die Aufnahmeprüfung und Gott sei Dank habe ich die dann auch geschafft. Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, warum man heutzutage Lehrer wird, weil es gibt wirklich Jobs, die, würde ich mal sagen, leichter zu bewältigen sind und trotzdem mehr Ansehen haben. Als Lehrer irgendwie, es wird ständig öffentlich auf einen hingeschimpft, kommt mir vor. Man kann selten was richtig machen und hat trotzdem einen super anspruchsvollen und voll wichtigen Job. Warum hast du es gemacht? Ja, für mich war klar, ich möchte mit Kindern arbeiten und ja, den Kindern auch was beibringen. Es war dann so, ich war Jugendtrainer und mir hat das dann halt immer so taugt, dass ja, ich den Kindern was beibringen kann. Aber man muss ehrlich sagen, man bekommt schon sehr, sehr viel zurück. Also die Kinder sind ehrlich und ja, es ist dann schon schön, weil man gewisse Nachrichten überbringt und die Kinder dann sich so freuen. Das glaubt man gar nicht. Genau. Minus. Ja, so ist es. Okay. Ja, Mathelehrer, verstehe. Ja, genau. Ja. Nein, aber auch wenn es jetzt über das Private geht. Also wenn ich da jetzt irgendwas erzähle, zum Beispiel wegen der Hochzeit, wie ich das erzählt habe, dass ich heirate, da war meine ganze Klasse oben bei der Kapelle, haben dann mit uns ja, Spiele gemacht. Ein Schüler von mir ist dort mit der Ziehharmonika gestanden und hat uns die ganze Zeit dort begleitet. Und ja, es ist schon, man muss ehrlich sagen, es ist schon großartig, wenn man dann von den Kindern so viel zurückbekommt. Aber ich nehme an, es ist
auch nicht nur schön und nicht nur einfach. Also der Job heutzutage Lehrer zu sein, also zumindest wird uns von der Politik, sagen wir es mal so, und ohne jetzt wirklich politisch zu werden, bitte lassen wir das weg, aber es wird uns von der Politik ständig gesagt, es gehört die ganze Schule reformiert, es ist alles so schlimm, die Kinder sind sowieso viel weniger gescheit, als sie früher mal waren, als jemand mit dem Blick von innen. Stimmt das? Ja, es gehört natürlich sehr, sehr viel verändert, aber wenn wir jetzt da drauf eingehen, dann dauert es ein bisschen länger. Aber es ist halt so, dass ich in einem gelobten Land unterrichte. Also in Groß-Klein, es ist noch eine Landschule mit Schwerpunkt Musik. Das heißt, wir können uns teilweise auch ein bisschen, also die Kinder kommen zu uns und wir haben sehr, sehr viele Anmeldungen. Und ja, dort sind Kinder noch Kinder. Also kann man nicht mit Graz oder sonst irgendwas vergleichen. Willst du das bis zur Pension machen oder überlegst du schon, ob da in den nächsten Jahrzehnten noch was anderes kommen könnte? Boah, das ist jetzt schwer zu sagen, also im Moment taugt es mir. Also im Moment möchte ich nichts anderes machen. Vielleicht kommt da mal der Moment, dass ich sage, jetzt wird es mir zu anstrengend, aber im Moment taugt mir das und werden wir sehen, was passiert. Kurze Bitte an alle groß-kleiner Schüler, jetzt ausschalten, ihr könnt es oder vorspulen, so 2 Minuten vorausspulen. Ich würde nämlich gerne wissen, wie du als Schüler früher warst. Ganz brav. Also, sie haben jetzt schon ausgeschalten, also jetzt geht's. Nein, ja, natürlich als Fußballer macht man Sachen, die nicht immer passen, aber im Grunde glaube ich, dass ich wirklich ein braver Schüler war. Also, wenn ich jetzt morgen mit meinen Kolleginnen und Kollegen rede, weil die waren meine Lehrer, ich glaube, dass der nichts anderes erzählen will. Also. Okay. Und du hast gesagt, man macht Sachen. Gibt es so Jugendsünden, wo du sagst, ja, okay, da kann man mittlerweile drüber lachen, ist okay? Jugendsünden, ja, schon, natürlich, aber das sind halt die Sachen, die ich jetzt den Schülern verbiete und deswegen möchte ich da jetzt nicht näher drauf eingehen. Ein kleines Stück. Nein, das kann ich nicht machen. Du schädigst deine eigene Position im restlichen Schuljahr, gell? Genau so ist es. Ja, es ist aber schwierig. Ja, so ist es. Aber du wirkst trotzdem, auch wenn man dich so am Feld beobachtet, nicht wie jemand, wo man sagt, boah, der hat's faustdick hinter den Ohren. Du wirkst eher wie jemand, der ruhig ist, der überlegt ist, der besonnen ist. Täuscht das oder stimmt das? Nein, also ich bin schon sehr ruhiger Typ, ja, das stimmt schon. Und besonnen trifft, glaube ich, auch zu. Aber ja, als Lehrer ist es halt so, ich glaube, dass die Kinder mich mögen. Und natürlich muss man dann einmal laut werden. Und dann hören sie aber auch. Also ich glaube, dass ich einen sehr guten Draht zu meinen Schülern habe. Und ja, ich glaube, also für mich ist das einmal sehr, sehr wichtig. Also auch innerhalb, wenn wir jetzt zur Mannschaft schauen, eben ruhig, besonnen, ja, trifft auch dort zu. Wie siehst du deine Rolle in diesem Team und wie ist sowieso überhaupt so ein Rollengefüge? Wie kann man sich das vorstellen in der Kabine? Ja, es ist einmal so, dass jeder im Verein als Spieler natürlich Verantwortung übernehmen muss. Vor allem, wenn man von Anfang an spielt, wenn man schon etwas älter ist. Mit 27 Jahren bin ich jetzt doch einer der Älteren. Also mir fallen jetzt 2 Leute ein, die älter sind als ich. Und ja, da muss man dann noch mehr Verantwortung übernehmen und vielleicht den Jungen einmal sagen, in was für Richtung wir uns bewegen wollen. Ja, das funktioniert, finde ich, relativ gut. Also es ist nicht jetzt so getrennt, jung und alt und so weiter. Aber ja, also die Mannschaft ist meiner Meinung nach super. Also vom Charakter her, ich gehe so gern zum Training und ich glaube, dass das auch ganz, ganz wichtig ist. Über was wird denn in der Kabine so geplaudert? Geht es da nur um Fußball an sich oder was sind da die Themen? Oder redest du dann und sagst, ja, eben, ich will heiraten und dann hört dir die ganze Mannschaft zu? Ein Bild, das ich mir nicht vorstellen kann? Also Fußball wird natürlich geredet. Der Luki ist ein Manchester-Fan, der Graf-Luki, und wenn die verlieren, dann wird er schon ein bisschen aufzaugen. Aber grundsätzlich ist Fußball für mich jetzt nicht das Thema Nummer 1. Also wir verstehen uns privat sehr, sehr gut. Also sind sehr, sehr gute Freunde drinnen und da reden wir natürlich auch nicht nur Blödsinn, sondern auch ab und zu über den Beruf und so weiter und so fort. Also es läuft
nicht immer seriös, aber teilweise. Mhm. Wie ist das eigentlich? Ist Fußball daheim dann auch Thema? Oder bist du jemand, der sagt, okay, ich habe das jetzt in der Kabine am Platz gelassen und dann ist das daheim jetzt nicht mehr wirklich zur Sprache zu kommen? Ja, es ist schon wichtig, dass die Frau dahinter steht. Also das es ist sehr, sehr zeitintensiv. Mhm. Und natürlich gibt es Momente und Situationen, die mir anzipfen. Mhm. Und wenn ich dann mit meiner Frau drüber reden kann oder mit meinem Papa oder sonst irgendwas, also ist schon Thema, aber grundsätzlich probiere ich das ja in der Kabine zu lassen. Mhm. Aber viermal in der Woche, wenn man Zeit dann mindestens viermal in der Woche für Fußball opfert, genau. Ich nehme an, das hat durchaus, wenn man sich nicht damit arrangiert, irgendwie das Potenzial so zum Beziehungskiller, um es grob zu sagen. Hast du dir das so wahrgenommen? Wie gesagt, also es ist wichtig, dass die Frau dahinter steht oder die Freundin. Ohne dem geht es überhaupt nicht, weil wenn du viermal trainierst, dann am Samstag immer spielst, dann kannst am Wochenende nicht viel was machen. Am Sonntag bin ich meistens komplett kaputt. Mhm. Also da wird dann nur herumgelegen. Und ja, aber die Bier kennt nichts anderes. Also der Schwiegervater war auch immer am Fußballplatz, der war Co-Trainer. Mhm. Und ja, sie kennt nichts anderes und ich bin froh, dass ich es habe. Praktisch, sehr praktisch. Ja, so ist es. Wunderbar. Aber wie ist es denn? Gibt es was man dir übel nehmen kann oder was sie dir regelmäßig übel nimmt? Bei mir ist es zum Beispiel, ich lasse immer leere Milchbackeln neben dem Kühlschrank stehen. Ich habe keine Ahnung, warum, ich mache es wirklich nicht mit Absicht. Entschuldige an dieser Stelle. Aber gibt es bei dir sowas? Ich muss überlegen, natürlich gibt es Streitpunkte. Ich will jetzt nicht tief in also ich will jetzt nicht irgendwie tiefenpsychologisch das analysieren, aber so. Was nimmt sie mir übel? Ich kann jetzt gar nicht sagen, sie ist eigentlich. Ja. Ich will jetzt nicht schleimen, aber sie lässt mich öfters im Jahr mit Freunden wohin fahren. Also das ist, da muss ich mal sagen, Hut ab. Letztes Wochenende waren wir auf Obertauern, ein bisschen Skifahren mit meinen Freunden, dann war ich bald dann auf Mallorca. Dann ja, gibt es immer so Ausflüge, die ich machen darf und da gibt es überhaupt keine Probleme. Also natürlich gibt es Sachen, die ich nicht richtig mache, aber ich kann jetzt auf die Schnelle gar nicht viel sagen. Gut, das macht aber nichts, weil ich hätte dir gerne ein kleines Geheimnis entlockt, aber nachdem du, ich hätte es nicht angesprochen, aber nachdem du Bolton erwähnt hast, bleiben wir jetzt auf dem Thema. Da war ja die halbe Mannschaft mit so gefühlt, also zumindest einige. Ja, es waren ein paar dabei. Ja. Und zumindest einer von deinen Teamkameraden, danke, Messi. Richtig, hat mir erzählt, dass du da durchaus zum Star geworden bist. Die Bild-Zeitung hat über dich berichtet. Was gab es da Berichtenswertes? Es war mal so, meine Kollegen, meine Freunde, haben mich ja um 4 Uhr in der Früh abgeholt, habe ich mal ein Cäsar-Kostüm anziehen dürfen. Sie waren meine Gladiatoren, ich war der Cäsar. Und das haben wir, ja, fast die ganze Woche dabei gehabt, nicht immer an, weil es war dann eh schon grenzwertig, das Kostüm, wenn du was trinkst und am Strand und so, war eh schon grenzwertig. Und ja, dann hat irgendwer eine tolle Idee gehabt, dann haben sie eine Laterne gesehen, haben sie gedacht, super, da binden wir den Stefan jetzt zu. Und dann bin ich halt dort, haben sie mit Zubi gebunden und das war dann halt auch in der Bild-Zeitung drinnen mit einem tollen, ja, Interview war es nicht, aber mit einem tollen Gesatzel von mir, ja. Top! Ja, es war, ja, Spiele gibt's, aber jetzt googeln meine Schüler sicher noch und das ist jetzt nicht so, nein, aber ja, war lustig. Dein Beruf ist da echt ein bisschen blöd, muss man sagen, also das ist, ja, jetzt ist auch passiert und du bist immer noch Lehrer, also so ist es. Okay. Nein, es ist nicht so, also ich trinke sehr selten, es ist wirklich, aber ab und zu beim Bouldern darf man das. Ab und zu muss man Sachen feiern, genauso einen Aufstieg oder beim Bouldern bei der Hochzeit oder sonst irgendwas. Ja. Und also, was kannst du dafür, dass man dich wo anbindet? Also, so ist es. Das ist wohl am wenigsten dein Schuh. Genau, so ist es. aber eine schöne Geschichte, muss man sagen. Nein, also großartiges Bouldern. Danke an meine Freunde, es war unvergesslich. Also die haben es organisiert vom ersten bis zum letzten Tag. Also es hat alles super hingehört. Und es ist schon schön, wenn man dann so einen Freundeskreis hat,
Ja, das auch fernmachen. Und der überdeckt sich ja zum Teil auch tatsächlich mit dem GRK. Also da gibt es einige Connections, die da zusammenhängen. Genau, ich finde es ist auch wichtig. Natürlich hat man mit manchen Spielern ein bisschen mehr zu tun, mit manchen weniger. Aber das ist in jeder Firma genau das Gleiche. Und ja, ich finde es auch wichtig, dass man außerhalb vom Platz eine gute Beziehung hat. Mhm. Und ja, wie gesagt, dann erreicht man Ziele, die wir uns gemeinsam gesteckt haben, und das gehört dann natürlich auch gefeiert und das schweißt dann auch zusammen, weil zum Beispiel mit dem Messi habe ich schon ja, früher zusammengekickt beim GRK, mit dem Soimi, dann Almi bin ich gleichzeitig gekommen und den Haki kenne ich auch schon länger aus Karlsdorf-Zeiten, da haben wir auch Höhen und Tiefen miteinander erlebt und ja, so eine Sachen schweißen halt schon zusammen. Wenn du jetzt nicht irgendwo angebunden bist, was machst du in deiner Freizeit? Ja, im letzten Jahr, muss ich ehrlich sagen, war schon ein bisschen ein privater Stress. Also da mit Hausbau, das war schon sehr stressig. Dann hat sich das überdeckt, eben genau mit der Hochzeit, mit dem Organisieren, war auch sehr, sehr viel zu tun. Und ja, das letzte halbe Jahr habe ich mich auf die Sachen konzentriert. Und ja, sonst liege ich einmal gerne auf der Couch, gehe Tennis spielen mit meinen Freunden oder gehe Therme mit der Frau. Also es gibt genug Sachen, die man da machen. Aber wie gesagt, das letzte halbe Jahr war schon sehr, sehr intensiv. Du liegst gerne auf der Couch, hast mir aber vorab einmal erzählt, dass du den Fernseher, auf den könntest du verzichten. Genau. Ja. Es ist halt so, dass ich in den letzten halben Jahren wenig Zeit gehabt habe, auf der Couch zu liegen. Und deswegen, man genießt es dann. Man muss jetzt nicht unbedingt Fernsehen schauen, aber einfach neben der Frau mal zu liegen und einmal zu reden, weil es war schon stressig. Wie gesagt, dann hat die Schule begonnen und dann war eigentlich ja, beim Haus so viel zu tun. Und ja, jetzt freue ich mich schon auf die Weihnachtsferien, muss ich ehrlich sagen. Hausbau, wie viel fehlt noch, bis ihr fertig seid? Wir sind jetzt vor 3 Wochen, 4 Wochen eingezogen und der Papa arbeitet auf Hochtouren, dass wir da alles fertig haben. Aber es ist wunderschön geworden, muss ich echt sagen. Also danke an den Papa, der hat da so viel. Ist der Papa handwerklich begabter als du, oder? Ja, begabter, ja, weil ich bin ganz unbegabt, was das angeht. Also, da können wir uns aber die Hand geben. Also da bin ich genau gleich. Also ich habe einfach 2 linke Hände, es geht nichts. Ja. Ohne Papa gar nicht. Genau also, so ist es. Also, aber jetzt kann ich mittlerweile schon die Lampen montieren. Also wenn du irgendwas fragst, das kann ich schon machen. Das ist gut, weil wir sind umgezogen vor einem halben Jahr und wir hatten alles, unter anderem mit Hilfe von meinem Papa, schon montiert, bis auf eine Lampe. Die ist dann gekommen, 2 Wochen später, und ist bis vor einer Woche noch umgegangen, weil ich habe es nicht angehängt. Und dann irgendwann hat sich eben der Papa erbarmt und hat es doch noch aufgehängt. Ja, ich war mit meiner Frau 3 Jahre in einer Wohnung gewohnt und wir haben noch den Russen, oder wie heißt das? Die russischen Lampen, also ohne, ja, der hängt, der wird... Schön romantisches Licht. Ja, so ist es. Ja, aber jetzt bist du in einer Lebensphase, die ja doch sehr, sehr spannend ist. Also Richtung Ende 20 unterwegs, eben Haus bauen, heiraten und so weiter, sesshaft werden. Was hat sich so mit dir, was hat sich in den letzten Jahren bei dir geändert? So was den eigenen Blickwinkel aufs Leben betrifft, spürst du das, dass irgendwie so ein so Übergang ist von, okay, ich bin anscheinend jetzt erwachsen zu, okay, ich gebe mir die volle Verantwortung mit heiraten und so weiter? Ja, ganz erwachsen bin ich noch nicht. Also es ist, und da helfen mir auch meine Fußballkollegen, also es wird dann teilweise schon geblödelt in der Kabine. Und ich glaube, dass das auch wichtig ist, dass man immer trotzdem noch ein bisschen Kind bleibt. Also Verantwortung hin oder her. Aber man soll nie das Kindische verlieren, meiner Meinung nach, weil das Leben ist ernst genug. Und ja, es kommt schon sehr viel Verantwortung auf uns jetzt hinzu, aber ich freue mich darauf. Gibt es irgendwas, jetzt hattest du doch bald schon ein Viertels Leben drüber nachzudenken, wo du sagst, das würde ich eigentlich, also Eigenschaft, die würde ich gerne mehr ändern? Das was würde ich denn ändern? Ja, teilweise bin ich fast zu ruhig, finde ich. Also ich möchte da schon ein bisschen
ja, aus mich herausgehen können, ein bisschen mehr. Also ja, aber im Grunde mögen meine Freunde so, wie ich bin, und das passt. Also, und ich habe eine tolle Frau gefunden, also was will ich da mehr? Passt, ja. Abgehakt soweit, sehr gut. Was für Themen beschäftigen dich denn so? Was sind so offene Dinge, wenn du sagst, ich bin zu ruhig, ich sprich das zu wenig an? Ist das in Diskussionen oder wo? Ja, in Diskussionen. Teilweise überlege ich zu viel, was andere von mir denken. Also das ist, glaube ich, schon ein Schwachpunkt von mir. Und ja, aber wie gesagt, es gibt Schlimmeres auf der Welt. Oh ja, auf alle Fälle. Bist du eher Heim- oder Fernbetyp? Ja, beides eigentlich. Also ich fahre schon sehr, sehr gerne wohin. Jetzt habe ich schon ein paar große Reisen hinter mir. Voriges Jahr im Juni waren wir Bangkok, Singapur und Malaysia. Also da haben wir uns auch verlobt, weil die Bier liebt Bangkok und so. Und das ist dazwischen so Mopeds auf der achtspurigen Straße, hast du da gedacht, jetzt knien wir uns hin, jetzt ist der richtige Moment. Nein, sie war dort schon sehr, sehr oft. Okay. Und mir war klar, dass ich es im Urlaub mache, aber ich habe noch nicht gewusst, ganz genau wie. Und dann habe ich mir gedacht, ja, lässig ist, da gibt es von Hangover, vom zweiten Film, oder zweite Film, so eine Skybar. Ich weiß nicht, ob du die Szene kennst, da sieht man über die ganze Stadt, und es ist schon ein großartiger Augenblick gewesen. Und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt ist er weit, jetzt kannst du eigentlich auch nicht nachsagen, weil es am Anfang vom Urlaub war, deswegen. So, du musst dir verdammt sicher gewesen sein, dass das gut geht, weil sonst ist der Urlaub für den Eimer. Genau, so ist richtig. Ja, nein, ich wusste, dass ich auch sage, also das war schon vorher Thema. Aber sehr cool. Ja. Ich habe mir da noch was notiert, was mich interessieren würde. Wie schaut denn bei dir die erste Stunde deines Tages aus? In der Früh? Ja. Der Wecker geht ab. Dann denke ich mir jedes Mal, so früh, 5.30 Uhr, die Bier hupft auf. Ich kämpfe noch mal ums Überleben, drehe mich noch mal um. jetzt hat es sich leider so eingebürgert, dass ich aufstehe und ich das Frühstück mache, weil die Bier früher weg muss. Also ich, früher war es immer umgekehrt, habe immer müssen pendeln. Jetzt pendelt die Bier nach Graz. Dann mache ich das Frühstück und dann fährt sie weg, und dann ist es auch mal schön, am Esstisch zu sitzen, vielleicht das Handy aus sich zu nehmen oder nur Radio zu hören. Also das ist jetzt im Moment die Zeit, die ich dann für mich alleine habe. Also die halbe Stunde. Und es genieße ich schon auch, muss ich schon sagen. Und dann geht es ja schon in Richtung Schule, und dann leitet es schon, und dann muss ich schon unterrichten. Das ist aber der klassische Frühaufsteher, bist du nicht? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich bin ich der Abendmensch, ja. Den ganzen Tag miert, und am Abend nicht. Ich habe als Schüler immer gedacht, dass die Schule einfach zu früh anfängt. Also 8 Uhr war nie meine Zeit, und ich war damit eindeutig nicht allein. Würdest du mir zustimmen, dass es später vielleicht geschickter wäre? Ja, die Kinder sind da alle verschieden. Also, dass man da jetzt was macht, dass es für alle passt, ist halt ganz, ganz schwer. Wir haben doch mehrere Schüler, auf die man Rücksicht nehmen muss. Und deswegen, sage ich mal, die perfekte Lösung wird es nicht geben. Aber ein bisschen später kennt sie schon. Wäre im Sinn von einigen, denke ich. Genau so ist es. Wenn wir beim Kinderthema bleiben, du warst Trainer in der Jugend, hast die UEFA-B-Lizenz. Soll da als Trainer nochmal irgendwann mehr folgen, wenn du sagst, quasi, wenn es irgendwann in die Fußballspielerpension geht, sozusagen, dass du sagst, okay, jetzt dann doch nochmal den Coach? Ja, natürlich ist das Thema, weil sonst hätte ich die Ausbildung nicht gemacht, aber nicht zwingend notwendig. Ich möchte jetzt einmal so lange wie möglich beim GRK bleiben. Also solange es mich brauchen, möchte ich da bleiben, und was dann passiert, kann man jetzt eh noch nicht sagen. Also ich bin jetzt beim LAZ in Leibniz, das taugt mir recht, also ist eine coole Sache. Ob es dann einmal in den Kampfmannschaftssport geht, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Also vielleicht kommt da mal irgendein Angebot, das interessant ist, aber jetzt im Moment kann ich das überhaupt nicht beantworten. Jetzt einmal kicken. Genau so ist es. Jetzt ist der GRK doch mit vielen Fans gesegnet, Gott sei Dank, die jedes Wochenende zuschauen kommen. Spürst du das auch manchmal unter der Woche? Also passiert einem das, dass man
angesprochen wird, auch wenn man natürlich, du warst in Regionalliga-Zeiten schon dabei, du bist jetzt dabei. Passiert dir das, dass beim Elternsprechtag zum Beispiel die Mama reinmarschiert und sagt, oh, ich kenne das vom Wochenende vom GRK-Spiel? Ja, es gibt einige Schüler, die GRK-Fans sind, also schon vor meiner Zeit. Und es ist dann schon lustig, wenn die Kinder dann mit einem GRK-Trikot reinkommen und beim Elternsprechtag die Eltern sagen, sie möchten jetzt den GRK mal wieder zuschauen gehen. Und ja, es ist schon cool, weil ja, voriges Jahr haben wir in Groß-Gein gespielt. Und da war die ganze Schule fast zuschauen und war schon ein lässiger Moment. Obwohl, da ist der Leistungsdruck dann aber richtig, weil sonst ist man im Konferenzzimmer am Montag schon irgendwie. Ja, Gott sei Dank haben wir das Spiel gewonnen. Ja. Apropos GRK-Trikots, eine wunderschöne Anekdote, finde ich. Letzte Meisterfeier, du wirst wissen, worum es geht. Yeah. Meine Mama, und sie wird mich hassen dafür, dass ich das jetzt erzähle, ist Riesenfan von dir. Schön. ja. Und wirklich, also ich glaube, wenn sie nicht, glaube ich, mindestens 2 Jahrzehnte mehr älter wäre als du, also sie hätte sich, glaube ich, verlieben in die, wo deine Frau wieder was dagegen hätte. Aber immerhin, du hast dir nach dem letzten Match, letzte Saison, ein Trikot geschenkt, das sie jetzt in Ehren hält. Ja. Ich weiß nicht, ob sie es jemals gewaschen hat. Ist sie damit ein Einzelfall oder bist du jemand, also wirst du öfter mal irgendwie so angesprochen, dass du da denkst, oh um Gottes Willen, ein bisschen peinlich ist es mir dann oder ich weiß nicht, wie tun sie damit? Peinlich war mir das überhaupt nicht. Ich freue mich, wenn ja, Leute das mögen, was ich mache. Und deswegen war es für mich auch klar, dass es deiner Mama gibt. Also natürlich gibt es Fans, die unbedingt mein Trikot haben wollen. Aber ich glaube, dass die teilweise auch einfach nur die Spieler fragen, damit sie irgendeins kriegen. Und bei deiner Mama war es halt so, dass es wirklich, dass sie halt mein Trikot haben wollte und das hat mich dann schon ein bisschen geehrt. Also muss ich ehrlich sagen. Ja, man tut ja was für den Stolz, ne? Fürs Ego ist gut. Sehr, sehr lässig. Also es passiert ja schon im Alltag. Also der GRK ist nicht nur am Fußballplatz Thema, sondern auch immer wieder sonst, dass du angesprochen wirst, konfrontiert wirst. Ja, schon früher öfters in der Regionalliga-Zeit, jetzt wieder mehr, weil wir doch sehr viel im Fokus sind. Also man muss ehrlich sagen, der GRK hat so eine Reichweite und das als Landesliga-Verein. Ja, es passiert schon, aber es hat ja 10 Grenzen. Eine der schlauen Fragen, die ich mir noch aufgeschrieben habe, die glaube ich relativ schwer vielleicht zu beantworten ist. Woran glaubst du denn? Glauben, es ist schwer. Also es, das kann alles sein. Also das kann von Gott über Wunder, über irgendwelche abergläubischen Dinge sein? Ja, vor dem Fußballspiel bin ich schon abergläubisch. Also da gibt es schon Rituale, die ich immer wieder mache, sei es den rechten Fußballschuh als erstes anzuziehen und so irgendwas, ob es was bringt, weiß ich nicht. Aber es sind einfach so ein paar Sachen, an die man sich festhalten kann. Also wenn man da rausgeht und ja, ein wichtiges Spiel hat, dann ein bisschen einen Druck noch dazu, dann braucht man, glaube ich, einfach ein paar Sachen, ein paar Rituale, ja, wo man immer zurückgreifen kann und deren vielleicht ein bisschen an Halt geben. Wenn es nur das ist, dass man den rechten Fußballschuh als erstes anzieht. Bist du, wie entsteht das? Also das habe ich schon öfter gehört. Rechter Fußballschuh, erster, ja. Das ist ja so ein Ding, das hört man oft bei Kickern, aber wer hat jemals damit angefangen? Ich habe keine Ahnung. Also man sieht das bei den Profis natürlich, ab und zu springen ein paar mit dem rechten Fuß ein paar Mal rein. Also, aber wie entsteht das? Bei mir war das so, da habe ich mir einbildet, ja, jetzt ziehe ich heute meinen rechten Fußballschuh an, dann gewinne ich, dann spiele ich vielleicht nicht so schlecht. Und dann war das der Grund, warum ich gut gespielt habe. Und dann, okay. Dann ja, behaltet man das irgendwie. Gibt es bei den Kollegen noch so ein paar mehr oder weniger verrückte, abergläubische Dinge? Das muss ich überlegen. Also in unserer Mannschaft weiß ich jetzt gar nicht. Also kann man jetzt gar nicht sagen, in Messi habe ich mal ein Herz raufpickt auf sein Spind und dann haben wir gewonnen und dann hat er gesagt, das muss ich jetzt jedes Mal machen und jetzt pickt halt jedes Mal ein Herz auf sein Spind drauf. Schön. Ich glaube auch der Alexander Dabic, wenn mich nicht alles täuscht, der hat auch irgendwas mit rechten Fuß zuerst hüpfen, ich glaube er war es. Ja, das kann sein, dass das der Alex ist, ja. Irgendwer hat, ja, ich glaube, dass das der Alex ist, ja.
Wie ist denn das vor dem Match? Wie kommst du denn in so einen Wettbewerbsmodus oder in so einen Leistungsmodus? Gibt es da so Dinge, die du immer machst, um dich zu pushen? Ja, ich komme, wenn wir ein Heimspiel haben, relativ früh, dann schaue ich mir meistens die Zweier an und dann geht eh schon die Vorbereitung los. Also ein bisschen mobilisieren und umziehen, dann noch ja, eine Stunde vorher noch ein bisschen bladen. Also ist auch ganz wichtig, dass man nicht nur Druck hat, die ganze Zeit ein bisschen ja, auf andere Gedanken kommen. Und dann haben wir immer ein Lied, das wir spielen, bevor wir rausgehen. Und das ist dann das Zeichen, jetzt wird es ernst und jetzt gibt es nur ein Gas und das ist Vollgas. Don't stop believing, oder? Genau. Mhm. Bist du nervös vor Spielen? Nicht mehr. Also es gibt schon Spiele, wo ich nervös bin oder war. Zum Beispiel Kleinstädten. Also das war schon ein sehr wichtiges Spiel letztes Jahr auswärts und da bin ich schon nervös. Und, aber ein bisschen angespannt ist man schon. Ich glaube, das braucht man, weil sonst, ja. Ich finde Kleinstädten war ganz schlimm. Also wirklich. Also das auch für mich. Schlimm, und ja. Ich habe Gott sei Dank nicht kicken müssen. Aber die Stimmung war, glaube ich, bei allen so angespannt. Ich habe damals war dort Stadionsprecher mit dem Kollegen aus Kleinstädten zusammen, bin demnach mitten im Kleinstädtner VIP-Club gestanden, wo aus meiner Sicht jeder das Spiel falsch gesehen hat, weil die, boah, wir sind viel stärker und boah. Und ich habe mich so zusammenreißen müssen und war eh schon so zittrig und das Gefühl habe ich gehabt, irgendwie, ihr wärt auch extrem zittrig. Irgendwie. Ja. Das wirklich nicht so richtig rundgelaufen, würde ich mal sagen, oder befreit. Ja, ja es ist halt so, in der Oberliga hat halt jeder von uns erwartet, dass wir aufsteigen und das war halt ein richtungsweisendes Spiel. Also wenn wir das verloren hätten, dann wären wir jetzt nicht in der Landesliga. Und das hat man auch gespürt. Obwohl ich finde auch, dass Kleinstädten über ja, die meiste Zeit eigentlich die bessere Mannschaft war. Aber zum Schluss hätten wir es auch gewinnen können. Also ja, aber Gott sei Dank ist das vorbei und wir sind auch. Genau, Gott sei Dank. Dann Rebenland, das war eigentlich eine relativ lockere Geschichte. Ja, aber davor war es natürlich auch eine Anspannung. Also ich glaube, wie viele Zuschauer waren, fast 3000 Leute im Stadion sind. Und wie gesagt, alle erwarten, dass wir das Spiel gewinnen. Und ja, lockere Geschichte gibt es im Fußball. Eigentlich nicht. Also wenn man was locker nimmt, dann wird es meistens schwer. Nein, aber ihr habt es locker aussehen lassen. Das war ja doch sehr dominant, wie das Ganze war. Ja. Ihr habt ein Gutes gewonnen, sonst wäre das ein echt schlechter Abend gewesen. Genau so ist es. Im Ganzen. Ja. wir haben die gröbsten Themen abgehakt, denke ich. Und wir haben für den Schluss ja noch eine schöne Geschichte versprochen von den Kammerhofers zu Hause. Eine Neuigkeit, die noch nicht so viele Leute wissen. Also ja, im privaten Umfeld schon. Genau. Aber viele GRK-Fans werden es noch nicht wissen. Ich überlasse es jetzt mal dir. Was es ist, was gibt es denn Schönes zu verkünden? Ja, vor 8 Wochen ist der Storch über unser Haus drüber geflogen. Und ja, wir erwarten Ende Mai, also Geburtstermin ist am 23. Mai, ein Kind. Und es wird ein Mädchen und sie wird Emily heißen. Alles fix, voll cool. Ja. Gratuliere. So ist es. Ja, danke, wir freuen uns auf alle Fälle auf ja, die neue Rolle. Das wird spannend. Du hast gesagt, deine Eltern sind für dich schon Vorbilder. Was würdest du gern, was sie dir gegeben haben, was würdest du gern der Emily dann mal weitergeben? Ja, meine Eltern waren immer für mich da und das will ich auch für meine Tochter sein. Also ich will ja, sie auch in jeder Lebenslage unterstützen. Sei es noch so schwierig und ja, also das möchte ich auf alle Fälle immer machen. Sehr cool. 23. Mai, gefährliches Datum eigentlich. Ganz also so gefährlich. Ja, meine Frau hat schon gesagt, auswärts gegen Trofeiach müsste das sein und sie hat gesagt, da spielst du das sicher nicht. Und ich habe gesagt, ja. Werde ich auflaufen, wenn mir der Trainer aufstellt. Nee, aber im Fall der Fälle ist dann aber schon... Natürlich, also natürlich, sicher, das ist eh klar. Wenn dann das Handy leiten sollte und es ist soweit, dann ja, fahre ich sofort. Würde ich das auch sagen, weil nein, das ist eh klar. Kicken können wir die nächsten Wochen genau auch so noch. Genau so ist es. Aber nein, aber wenn's, das ist eh klar. Also das hoffe ich, das versteht auch jeder, dass das an erster Stelle steht und ja... Aber vielleicht lässt sich es auch unter der Woche lösen. Ne? Also, ich werde mit der Frau reden. Wunderbar. Dann danke dir vielmals ich sag danke fürs Dabeisein. Für
die Aufgabe als Premierengast. Ich finde, ganz lässig gelaufen. Wir haben eine kleine Tradition, die wir einführen möchten, nachdem du der Erste bist, ist noch nicht sehr traditionell. Wir haben ein schönes Buch, in das sich bitte jeder unserer Gäste einträgt und verewigt. Da ist der Admin für dich. Ja. Und dann darfst du schon mal notieren. Schön. Frohe Weihnachten auch noch gewünscht. Perfekt. Super. Und ein Trikot haben wir auch noch, weil wir die erste Folge dieses Stadtclub-Gesprächs feiern, gibt es ein GRK-Trikot, das wir später verlosen möchten. Mhm. Bitte auch hier einmal signieren. So. Wunderbar. Super. Okay. Danke vielmals. Das gibt es zu gewinnen im Laufe der nächsten Tage auf einer der Plattformen online beim GRK 1902. Deswegen unbedingt Facebook checken, Instagram checken und natürlich auf grazak.at schauen. Da gibt es dieses formschöne Trikot mit der Unterschrift von Stefan Kammerhofer. Stefan, danke dir vielmals. Ich sage auch danke und ich wünsche der ganzen GRK-Familie frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. So ist es. Wir hören uns, sehen uns 2018 wieder. Ciao. GRK, der Grazer Stadtclub.